Hi Freunde, so jetzt merken wir uns gleich Lord of the Lost mit Blood and Glitter? Blood and Glitter anschauen. Aber die Eurovision Song Contest Version, also nicht das offizielle Video von Napalm Records, sondern ja, damit, wo sie halt in Liverpool antreten werden. Also, nach dem Intro geht's los. Seid gespannt, ich hab Bock, ihr hoffentlich auch. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Krokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht's um die deutsche, ja, weiß gar nicht, was sind denn das? Rocker, Metaller, ich weiß es nicht so genau. Und zwar Lord of the Lost, denn die sind ja beim Eurovision Song Contest angetreten, beziehungsweise beim Vorentscheid, und die haben das ganze Ding auch mit nach Hause genommen. Mega geil, das heißt, für Deutschland tritt an Lord of the Lost mit Blood and Glitter. Ich würde mal Glitter im Blatt sagen, was ja vollkommen falsch ist. Und als ich bei Facebook so ein bisschen durchgeguckt habe, da waren natürlich auch schon wieder Kommentare dabei, wie, die sind so mega, mega peinlich. Ja, oder man hat halt solche Sachen so. Wie kann man so einen Scheiß bloß für Deutschland antreten lassen? Also ist unfassbar, ja, wie die Leute gleich wieder gegen Bands schießen, die sie halt nicht kennen, weil es halt nicht ihre Musikrichtung ist. Ja, ich finde das super, dass Lord of the Lost antreten, ja. Die sind bunt. Die sind laut und die sind ein bisschen verrückt. Und das ist doch super. Das ist doch super. Ja, besser als immer diese so langweiligen Balladen. Also, lieber sowas. Ja, ich meine, man hat es an Lorde gesehen für Finnland. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war. Die haben ja auch abgeräumt. Na, klar, die haben natürlich eine fette Kostüme und eine schöne Show gehabt. Aber ich glaube, dass Lord of the Lost das Ganze auch mal. Und die Jungs haben mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, auch schon 11 Alben rausgehauen. Ja, Mitte 2007 wurde es ja von Chris Harms gegründet. Und ich kenne auch nur wenige Lieder. Also den Namen Lord of the Lost, klar, kenne ich. Die waren ja auch eine ganze Zeit mal out of line. Jetzt sind sie bei Napalm Records unter Vertrag. Aber ich konnte mit der Band so an sich nie viel anfangen. Und heute werden wir das mal angucken. Ich glaube, das aktuellste Album von dem, Blood and Glitter, ist ja auch auf Platz 1 der deutschen Albumcharts gewesen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Musikvideo an, beziehungsweise die Show, die sie abgeliefert haben, und dann reden wir darüber. So, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ja, wir legen einfach direkt los. Lord of the Lost, Blood and Glitter, unser Lied für Liverpool, Eurovision Song Contest. Los geht's. Was ist hier für eine Qualität, sag mal. Warte mal, was ist denn das für eine Qualität? Also mit 720p. So. Und das wird schon, alleine schon diese ersten 15, 16 Sekunden werden für viele so dieses, boah, ne, so mega anstrengend sein. But a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget, let it go. There's something no need to know. Whether above or below, we are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. Ich muss ja sagen, also die Kostüme sind ja geil. Das ist ja wie so aus so einem, wie so ein SM-Schuppen halt, nur dieses, nur halt in Rot, ne? Finde ich schon ziemlich gut. Und ja, ich habe halt auch gelesen, ne, dass sich die Leute schon beschwert haben, dass er nicht singen kann und sowas. Und kann ich jetzt nicht behaupten, aber viele sagen halt, dass er sehr facettenreich ist. Also ich, ja, ich kenne halt von den 11 Alben gar nichts. Ich kenne vielleicht 2 Lieder, wenn überhaupt. Aber ich finde, er macht das doch gut. Also es klingt doch geil. Vor allem, es klingt halt so ein bisschen melodisch, ne? Was ich ganz angenehm finde, was auch, denke mal, super gut damit reinpassen würde. Keep your head up in the clouds. We're 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count. Never
forget, let it go. That's all they don't need to know. Whether above or below, we are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter, Satan, sinner. We do fall before we rise. Now go, go, let your blood flow. Flow with broken wings, we learn to fly. We are blood and glitter. Let's all let go. Blood and glitter. Let's all let go. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. Das Outfit ist schon verschärft, ey. So, Freunde, das waren Lord of the Lost mit Blood and Glitter aus ihrem aktuellen Album Blood and Glitter, die Eurovision Song Contest Version, beziehungsweise der Vorentscheid, ja, weiß ich gar nicht, doch Vorentscheid. Ich finde den Song toll und ich finde es auch gut, dass sie gewonnen haben. Ja, ich meine, Lord of the Lost waren ja letztes Jahr auch Vorband vor Iron Maiden. Das heißt also vor einer sehr, sehr großen Metal-Band. Und dadurch werden die natürlich auch viele Leute kennen. Und ich glaube auch, dass Lord of the Lost eine sehr gute Chance haben, unter die Top 10 auf jeden Fall zu kommen. Ich würde sogar unter die Top 5 schätzen, würde ich jetzt einfach mal so vom schätzen, weil erstens, der Song ist geil, ja, der ist so, der hat so viele verschiedene Parts, Geschwindigkeit, melodischer Anteil, ich finde, die Band sieht abgefahren aus mit ihrem roten Latex, ihren goldenen Glitzer, was sie halt haben, das sieht wirklich geil aus, die sind nicht so statisch, ja, die stehen nicht nur da und nein, die bewegen sich halt einfach auch. Und ich glaube, dass der Chris Harms, der Frontmann, dass der halt auch wirklich, der bringt eine schöne Dynamik rein, ja. Und der zieht die Leute halt mit, der motiviert die Leute. Und ich glaube auch, dass sie eine richtig geile Show auf die Bühne stellen werden. Ich finde es gut, dass man hier wirklich sagt, okay, lasst uns mal ein bisschen verrückt sein. Lasst uns einfach mal eine etwas andere Band, ohne es jetzt überhaupt negativ zu meinen, einfach mal mit ins Rennen schicken. Und das finde ich hier wirklich toll, dass sich Lord of the Lost da durchgesetzt haben. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Dicke Hüftgold, glaube ich, habe auf dem Bild gesehen. Paddy Goody war, Gertie. War auch mit am Start, aber ich finde es wirklich toll, dass man sich hier für Lord of the Lost entschieden haben, auch wirklich mit dem Song. Und ich glaube wirklich, dass die Jungs da wirklich was reisen können. Also unter den Top 5 schätze ich sie. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen Länder so zu bieten haben, aber ich finde es richtig gut, dass man sich hier auf so eine Band bezieht. Und ich bin sehr gespannt. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr überhaupt eine Meinung? Ja, mich interessiert dieser Song Contest nicht. Ich habe damals einmal reingeschaltet, als Lordi mitgemacht haben. Ich habe auch für Lordi gestimmt. Also ihr hofft, dass sie gewinnen. Haben sie ja auch. Hab mich natürlich mega gefreut. Und jetzt, wo wir natürlich auch das Lord of the Lost natürlich ziemlich weit nach oben kommen, weil Deutschland war, glaube ich, die letzten Jahre nicht so erfolgreich, glaube ich. Mich an meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Also, eure Meinung in die Kommentare. Ebenfalls findet ihr die Links zu Lord of the Lost Napalm Records alles in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.